Hi Leute, herzlich willkommen zum Tutorial vom Jerusalemer Tanz von Master KG. Das ist der Tanz, der letztes und dieses Jahr wirklich um die Welt ging und immer noch geht und ja, absolut alle Leute begeistert. Das ist der Wahnsinn einfach, oder? Egal woher man kommt, aus welchem Land, welchen Beruf man hat, ob man weiß oder schwarz ist, jung oder alt, also es hat alles getanzt, oder? Und tanzt immer noch. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen, wie Menschen durch Musik und durch Tanz verbunden werden. Und egal wie die Situation ist, auch wenn es eben jetzt vielleicht ja nicht so günstig ist, trotzdem in dem Moment, wo du tanzt, ist man einfach glücklich, man hat Spaß. Und wenn du in der Gemeinschaft tanzt, das verbindet, das gibt dir ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Zufriedenheit, von ja, Freundschaft, Rückhalt, Liebe, Spaß, Glück, alles das. Und ja, ich habe euch versprochen, ein Tutorial zu machen. Es gibt schon ganz, ganz viele. Trotzdem, auch ich komme nicht drum herum, weil mich haben so viele Leute darauf angesprochen, ob wir das tanzen können und lernen können. Und deswegen machen wir das heute. Einfach die Grundschritte langsam und dann schneller, den Musiklink, also den Jerusalemer Song von Master KG, verlinke ich euch unter diesem Video, da könnt ihr nachher und also mit der Musik original tanzen. So, ich zeige dir kurz die Schritte einmal von vorne und dann stelle ich mich auch zum mit dem Rücken zu dir hin, dann ist es natürlich einfacher. Und, also das Gewicht ist auf dem rechten Bein und der linke ist ganz locker. Genau. Und dann sind es vier Schritte mit dem linken auf der Stelle. Und zwar 1, 2, 3, 4. Dann wechseln wir 5, 6, 7, 8. Dann gibt es einen Wechsel mit links und rechts. 1, 2, 3, 4. Und dann auf 5 springe ich drüber. 5, 6, 7 und 8. Und stelle mich, also drehe mich über links dorthin. Also, ich zeige es einmal von vorne und dann drehe ich mich mit dem Rücken hin. Das Gewicht ist auf dem rechten Bein. Der linke, der hat gar kein Gewicht. Genau. Der ist ganz locker. Und jetzt machen wir 4 Schritte auf der Stelle, also 4 so Taps mit links. 1, 2, 3, 4. Dann Wechsel. 5, 6, 7, 8. Dann Wechsel links und rechts. 1, 2, 3, 4. Auf 5 springe ich drüber. 5, 6, 7 und dann drehe ich mich nach links, über die linke Schulter. Genau. Aber ich glaube, jetzt machen wir das auf jeden Fall mit dem Rücken. Dann siehst du das gleich und kannst gleich mitmachen. Also, das Gewicht ist auf dem rechten Fuß, links ist locker. Das sind 3 Achter Takte bzw. 6 Vierer. Okay, ich zähle jetzt aber immer auf 8. Das finde ich für mich persönlich einfacher. Gut, wir fangen mit links an. Oh. 1, 2, 3, 4. Wechsel. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. Und 5, 6, 7. Über links 8. Genau. Jetzt geht der linke Fuß. Macht so einen Klaps nach links, 1, dann Schritt zur Seite, 2, 3, 4, dann zur rechten Seite Klaps,
5. Und dann gehen wir nach hinten. 5, also 6, 7, 8. Da steht der rechte hinten, links ist vorne und dann können wir von vorne anfangen. Dann geht es von vorne los. Ich mache das jetzt einfach nochmal genau gleich. Linker Fuß fängt an. Und 1, 2, 3, 4, Wechsel. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. 1, 2, hinten kreuzen 3, 4, 5, rückwärts, 6, 7, 8. Gewichtsverlagerung wieder nach rechts. Und wir stehen wieder frontal und beginnen wieder mit links. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wechsel 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 über links, 8. Nochmal 1, 2, kreuzen 3, 4, 5, rückwärts 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 über links. Und 1, 2, 3, 4, 5, rückwärts 6, 7, 8 von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, Klaps, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2 und 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, cool. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. Puh. Die Schritte sind eigentlich nicht schwer. Ist aber wirklich, das fördert Cardio, also unser Herztraining, Kreislauftraining ein bisschen. Es macht echt Spaß. Man dreht sich im Raum und wenn wir eine Gruppe sind, also wenn es mehrere tanzen, das ist echt mega, mega cool. Ist echt, echt schön. Genau, und eben, du kannst die Schritte, also du kannst wirklich im Wechsel wirklich den Schritt machen. Du kannst wirklich dann springen. Du kannst selber entscheiden, ob du die Knie hoch machst oder unten lässt. Ob du wirklich mit dem Gewicht nach vorne gehst oder mit dem Gewicht nach hinten. Das ist ja das Schöne, sobald du die Grundschritte hast, kannst du deine eigene Bewegungsnote da reinlegen, ja? Einfach deinen individuellen Bewegungsstil, ja? Aber man muss es wirklich ein paar Mal machen, einfach nur die Füße und dann kommt automatisch der Rest des Körpers dazu und man fängt an zu strahlen und lachen und das macht einfach riesig, riesig Spaß. Es geht um Heimat. Also ich habe Lyrics angeguckt von diesem Lied und es geht um Heimat eigentlich. Um das Zuhause. Und ich verstehe das eben so. Für mich bedeutet das, dass ja, natürlich das Zuhause, wo du herkommst, ja, dass du zu deinen Wurzeln stehst, dass du ja auch stolz auf dich bist, auf dein Land, auf dein Dorf, alles. Um die Heimat, aber auch die Heimat im Herzen. Das ist ja, worum es geht, dass wir im Leben glücklich sind, dass wir selbst sein können. Und das finde ich mega schön, einfach das Thema Heimat, äußerlich und innerlich und Tanz. Ja, ohne Worte wird alles gesagt und alles erfüllt und man lebt den Traum im Moment tatsächlich mit der Musik und dann mit der Bewegung. Der Takt von der richtigen Musik, also von Jerusalema, von Master KG, geht wirklich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es ist ziemlich, ziemlich schnell der Wechsel. Deswegen macht es erstmal langsam, bis es ganz klar ist, vor allem seitlich. Und dann können wir loslegen. Ich freue mich von dir zu hören, ob es dir gefallen hat, ob du den Tanz
ja, jetzt mit wem du das alles zusammen tanzt, ob du vielleicht selber ein Video gemacht hast. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, das zu sehen, zu hören. Und genau, wäre wirklich mega, mega, mega cool, wenn du das in Instagram machst oder so und das vielleicht von mir abgeschaut hast, dann verlinke es mir doch gerne, damit ich das sehen kann. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne diesen Kanal, um einfach mich und meine Projekte zukünftig zu unterstützen. Es macht mir riesig Freude, das Thema Tanz, Bewegung, Gesundheit, ja, mit allen zu teilen, mit so vielen Menschen. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da weiterhin die Möglichkeit dazu hätte.